Ja, servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Farmvlog Nummer 100. Ja, so viele haben wir mittlerweile zusammengekriegt. Ja, zum 100. Vlog. Ich bin jetzt ein paar Mal angeschrieben worden. Was machst denn du da? Machst du da was Spezielles oder so? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ups, habe ich gar nicht dran gedacht. 100 Vlogs habe ich gedacht. Ja, 100 Vlogs halt. Ne? Das nächste machen wir bei 4000 Abonnenten. Jetzt hat sich's aber so ergeben, habe ich mir gedacht, ach naja, 100 Vlogs, eigentlich wäre das schon so ein kleines Jubiläum. Man könnte sich ja doch was einfallen lassen. Und ich habe mir was einfallen lassen. Und zwar wie folgt. Ich habe bei 100 Abonnenten damals einen Hofrundgang bei uns gemacht. Und ja, der kam eigentlich relativ gut an. Dann musste ich aber einen Nachtrag machen, weil ich die Mähdrescher halt vergessen habe. Und dann war das alles so zerrissen. Und darum habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich 100 Abonnenten waren es damals und jetzt sind es 100 Farmvlog. Machen wir doch einfach noch einmal einen Hofrundgang. Und das würde ich sagen, das machen wir jetzt einfach. Ich wünsche euch da dabei sehr viel Spaß. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Und ja, genießt's. Ja, beginnen wollen wir den Vlog heute einfach einmal hier vorne an dieser Stelle. Das ist unsere Hofeinfahrt. Da vorne ist die Straße. Der Weg führt hier rein, das Haus ist ein bisschen zurückgesetzt. Das ist die Paula, die kennt ihr ja schon. Ja, das ist so ein Wohnhaus, gebaut 1984. Ja, so sieht es auf alle Fälle von vorne aus, wenn man reinkommt. Rings ums Grundstück haben wir ja die Eichenbäume hier. Genau, so ist das Ganze aufgebaut. Das Gartenhaus da, da gibt es eine Geschichte dazu. Als wir klein waren, haben wir oft gezündelt gehabt. Also so spaßeshalber so alte Öllaternen und so rumprobiert. Aber nicht in der Scheune, also keine Angst. Schon Hausen im Garten, da auf die Steinplatten und so. Halt ein wenig rumgespielt und immer so ein wenig verschieden Scheiß gemacht. Und da kam damals die Idee vom Bekannten, Mensch, eine Feuerstelle wäre doch eine Möglichkeit, wo der dann einfach ein wenig so zündeln könnt, da passiert dann nichts und da könnt ihr auch mal grillen oder so. Und aus der Idee ist dann auch die Realität geworden. Dann ist hier erst dieser Ring entstanden in der Mitte, ein Schürloch, schön mit Kies außenrum, eine Sitzreihe aus Granit und Sandstein und ein selber gebauter Tisch aus Stein. Ja, und damals, das war halt alles, mehr gab es da nicht. Dann irgendwann hat man gesagt, Mensch, wenn man dann draußen ist, man könnte ja einen kleinen Pavillon aufstellen. Dann haben wir den Platz hier ein bisschen erweitert. Dann kam hier ein kleiner Pavillon hin, so ein 3x3 Meter Pavillon. Da konnte man dann auch drinnen sitzen, wenn es außen geregnet hat. Und haben auch bei Regen gegrillt. Wir hatten auch Wintergrillen hier gemacht. Also bei minus 10 Grad und Schnee hier draußen. Hier sitzen und grillen, das ist einfach genial. Ja, und dann kam irgendwann die Idee, der Pavillon, der hat ein paar Jahre gehalten, dann hast du aber gemerkt, der reißt ein und hält nicht und ist nicht so toll. Und dann kam die Idee, Mensch, ein Gartenhaus. Und da haben wir damals irgendwie günstig das hier gekriegt. Und das haben wir uns ausgebaut, mit Küche drin, mit Fernsehen drin und. Und ja, ist eigentlich recht angenehm. Da innen hast du jetzt quasi Boiler, kannst auch was abwaschen. Du hast da innen fließend Wasser, das haben wir vom Haus drüben, Strom hast du. Alles, was man braucht. Ja, das ist unser kleines Gartenhaus und die Geschichte dahinter, wie das hier entstanden ist und warum das hier steht. So, das Haus selber. Hier oben ist die Haustür. Bald ist das auch meine Haustür. Ich ziehe jetzt quasi in die Etage hier ebenerdig rein. Also zu der Tür rein und dann gleich rechts ist meine Wohnung. Das war früher mal die Wohnung vom alten Teil, von der Oma und vom Opa. Jetzt waren eine Zeit lang meine Eltern da unten und die wollen aber wieder rauf in die alte Wohnung, also ein Stockwerk höher. Und ich kriege jetzt quasi die Wohnung und unten der Keller wird wieder das, was er mal war, halt Keller. Ja, so schaut es hier oben aus. Das hier ist so ein Spielturm, den wir als Kinder immer genutzt haben, der steht halt auch noch da. Und Schaukelgerüst. Da hinten, wo jetzt das Dreibein von der Feuerstelle steht. War früher mal Sandspielhaus gestanden, das gibt es auch nicht mehr. Ja. Wie gesagt, hier oben gibt es eigentlich sonst nicht mehr zu sagen.
so wie es halt ist, ne? Da in der Hecke drin, das ist so ein Fasswagen. Der wird immer voll gefüllt mit Wasser, passen normalerweise 2000 Moos rein. Den haben wir mal geschenkt gekriegt, das war als Odelfessler. Und den haben wir umgebaut auf ein Fahrgestell für uns drauf, weil die Räder von dem Fahrgestell kaputt waren. Und haben den hier oben platziert. Das ist quasi sowas wie ein schöner Wasserspeicher. Da kannst du dann im Frühjahr einmal Wasser raufpumpen. Und wenn es dann regnet, dann füllt sich ja unten die Grube. Und dann haben wir unten in der Grube 36.000 Liter Wasser und hier oben nochmal 2.000 Liter. Und dann stehen normalerweise überall hier verteilt Regenfässer für die Beete und für die Pflanzen, die man halt so hat. Da hast du immer so ein wenig eine Wasserreserve. Und schön ist halt, wenn du den Fasswagen voll machst, da hängst du den großen Schlauch ran ins Gartenhäusle rein, drehst bloß auf und lässt es laufen. Die Blumen wässern sich von ganz alleine. Die Fässer kannst du schön damit befüllen und brauchst nicht jedes Mal die Pumpe anschalten. Weil wir machen das ja mit einer normalen, mit so einem Hauswasserwerk. Ja. Hoppala. Und so sieht es aus. Ja, hier unten sind wir auf der Unterseite vom Haus. Das war immer mein Hauseingang. Ist ja jetzt dann, wie gesagt, bald nimmer. Oben dran steht ja eigentlich kein Eingang. Das war halt die Zeit, wo ich jetzt hier unten gewohnt habe. Aber ich krieg dann, wie gesagt, diese Wohnung hier oben, wo der Balkon zu sehen ist, mit Terrasse hinten draußen. Das ist so einmal mein Reich. Ja, hier unten die Garage von meiner Mutter. Und da haben wir eine alte Scheune. Warum sage ich alte Scheune? Ja, ich sage mal so, das Grundgerüst selber, quasi der Giebel, der in der Mitte hochgeht hier, der wird rund 250 Jahre alt sein. Ist so. Steht schon seit einer halben Ewigkeit. Die Gebäude, die da nebendran mit sind, wie jetzt vorne dran und eine Holzschlicht oder nebendran das Gebäude, das ist später nachträglich gekommen. Auch unten der Schweinestall, der ist später erst gekommen. Die Holzschlicht muss irgendwann so in die 60er, 70er. Das Gebäude darüber was, das muss vorher gewesen sein, 50er Jahre. Das ist das alte Schulgebäude von Burkei gewesen, das drum. Ja, ist halt wie gesagt so ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Aber es funktioniert. Ja, hier stehen wir vor einer alten Werkstatt. Die Werkstatt ist die Tür. Das ist die Garage von meinem Bruder. Und hier üben steht ein Ofen zum Schüren. Den habe ich ja auch damals gezeigt. Zeige ich auch einfach nochmal. Wir haben eine Holzheizung auf dem Hof. Wir machen unser ganzes Brauchwasser mit dem Holzofen hier warm. Da steht er. Funktioniert per Handbeschickung. Da haben wir jetzt momentan Palettenholz und ein paar Reste vom Wald, was wir noch gehabt haben. Wir haben das Glück, wir kriegen immer so einen ganzen Container voll Paletten auf Bestellung, wenn wir brauchen. Die kosten ja, eigentlich nichts, mehr oder minder. Sind mehr oder minder gratis. Ich meine, wir haben auch mal 10 Euro dann wenigstens für die Kaffeekasse gegeben, aber wir kriegen die kostenlos. Ist echt eine super Sache, da kriegst du einen Container hingestellt und dann kannst du hier wieder eine ganze Zeit lang schüren. Ja, der Ofen, wie gesagt, ist Handbeschickung. Klappe auf. Da brennt es momentan schön. Es gibt für diesen Ofen einen Trichter oben drauf, hat mein Vater gesagt. Der sitzt ja dann hier auf dem Schacht. Und da könntest du Hackschnitzel einfüllen. So ein Hackschnitzelbunker, der reicht immer circa 1,5 Tage. Aber da haben wir gesagt, das ist uns zu riskant. Wie gesagt, Hackschnitzel direkt über dem offenen Feuer. Und die sollen immer nachrutschen, wenn was blöd läuft. Steckst du nicht drin, dann brennt die ganze Hütte hier, ne? Deswegen so. Funktioniert. Wir schmeißen immer Holz rein, aber Hackschnitzel dazu, decken das Ganze schön ab. Das, wenn ein wenig so geschlichtet ist im Ofen, das brennt durchgehend nochmal 2 Stunden, bis du nachlegen musst. Über Nacht, da machen wir es dann normalerweise so, stopfen so voll, dass es früh noch ein bisschen Glut hat. Da brauchst du bloß wieder drauflegen. Passt nochmal optimal. Wie gesagt, da gehen dann Leitungen durch diesen Schacht hier, den wir gebaut haben, also den Kasten da. Gehen Leitungen über ins Haus. Die kommen hinten in der Garage im ehemaligen Getränkeraum raus. Wir hatten früher mal einen Getränkehandel. Und da steht ein großer Pufferspeicher. Und ja, da passen doch einige Liter Wasser rein. Da haben wir ordentlich Wärme drüben. Kannst du immer schön
duschen gehen oder Heißwasser halt aus der Leitung und allgemein, was du halt brauchst. Die Heizungen werden damit geheizt. Sparterhaufen Heizöl. Wir haben zwar eine Ölzentralheizung im Haus drin, die läuft aber eigentlich nur noch, wenn wirklich einmal der Ofen aus ist oder wenn im Sommer läuft der Ofen nicht, haben wir normal die Wärmepumpen noch drüben im Haus. Wenn die Wärmepumpen nicht genug Leistung bringen und zum Beispiel alle abends duschen gehen, weil es halt recht heiß war oder was, dann kann es sein, dass die Ölheizung einfach mit anspringt. Aber ich sage mal so, wir haben jetzt im letzten Jahr, ja was waren es, 60 Liter Heizöl oder was gebraucht. Also was willst du mehr, ne? Optimal. Früher waren es durchgehend einmal im Jahr, da hast du 1200 Liter Heizöl gebraucht, um das Haus da über den Winter zu bringen. Oder übers Jahr allgemein. Und jetzt sind wir bei 60 Liter gewesen. Gut, dafür brauchst du mehr Holz. Das funktioniert auch. So schaut es hier drinnen aus. Das war früher mal ja, ein Raum, da war hier ein großer Bottich gestanden. So ein Wurstkessel und da hinten ein Räucherschrank in der Ecke. Ja, war halt einmal früher so die Wurstküchen, könntest du sagen, hier drin. Und Waschküchen, Waschhaus, da ist auch gewaschen worden. Ist aber alles einmal rausgekommen und ist umgebaut worden. Ist wie gesagt jetzt dann der Trakt, wo geschürt wird. Wir hatten auch einmal zeitlang ein Blockheizkraftwerk hier drin stehen, an der Stelle, wo die Palette ist. Da sieht man noch die Leitungen da hinten. Abgasleitung und. Haben wir aber auch nicht mehr. Mussten wir dann raus tun, weil es die gesetzlichen Vorgaben nicht mehr erfüllt hat. Ach, das war eh so ein Drama. Ja, hier draußen gibt es dann zu sehen einen Holzbackofen. Da haben wir gestern Pizza gemacht. Hat noch ein bisschen Wärme. Wie man vielleicht erkennen könnte, den Zeiger, 100 Grad haben wir noch. Hier unten dann, wie man hört, ist der Schweinestall und Hühnerstall. Habt ihr jetzt eigentlich auch schon mehrere Folgen gesehen. Ich zeige mir aber trotzdem nochmal. Also das ist ja die Scheune. Man sieht da schon den Anbau quasi dran. Unten der Stall, der hat früher nicht dazu gehört. Der kam einmal später dazu. Den gab es ursprünglich so nicht. Die Scheune, die stand eigentlich extra und dann kam das drum zusätzlich ran. Ja, so schaut das Ding hier aus. Da haben wir die zwei Schweinchen, Ferkelchen und Schmuddi. Ja, ja, ihr habt gerade Futter gehabt. Doch. Mein gerupfter Rotranne. Der war in der Mause, die Schwanzfedern fehlen noch. Und da haben wir den Rasputin und den Konstantin. Und die Hühnerstall, ja, und da ist der Schweine- und Hühnerstall, ja, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ich kann ja mal kurz zeigen, fließend Wasser gibt es hier unten nicht, aber Strom selbstverständlich schon. Schlimm, die Mana, es gibt schon wieder was zu fressen. Da haben wir den Schweinestall. Und eine Henne, die sich schon wieder verirrt hat, die sitzt schon wieder verkehrt. Ja, ja. Und darin, da geht es in den Hühnerstall. Den habe ich mir ja mal umgebaut. Die Sitzstangen sind zum Herausnehmen. Oh, da schaut es ja schon wieder aus. Ihr Chaoten. Die Sitzstangen sind zum Herausnehmen. Da kann man schön arbeiten und hängt sie danach wieder ein. Optimales System. Ich glaube, wir müssen hier unten raus, weil sonst versteht kein Mensch mehr was. Ja, wie man hört, die können ganz schön laut werden. Also, die melden sich schon ordentlich zu Wort, die zwei. Die hatten aber heute schon genug Futter. Es gibt dann später nur noch ein bisschen Getreide, wenn sie ins Bett gehen. Und dann ist gut, dann ist Feierabend. Ja, wenn wir hier unten gerade sind, das ist der Hundezwinger. Der ist ja hier angebaut einfach. Der kommt aber irgendwann einmal weg. Also, wenn es den Leo einmal nicht mehr gibt, dann kommt der Hundezwinger auch weg. Erstens einmal, das Ding steht blöd hier und das ist eine blöde Konstruktion, weil das Dach quasi einmal so rüberläuft und einmal so. Und mit den Bäumen außenrum hast du immer einen Haufen Laub da oben in der Rinne liegen. Dann läuft es nicht gescheit ab und dann läuft das Wasser innen rein. Ja, ist halt blöd konstruiert. Ging aber nicht anders. Also wie gesagt, da, das kommt auch einmal weg. Dann hier unten. Na. Zack. Na? Wenn sie soll, dann mag sie nicht. Die Röhre streikt. Okay. Ich habe vorgesagt. Ja.
Das ist so eine, jetzt geht sie, klar. Das ist so eine Scheune hier, der hintere Trakt. Hier steht einmal der Einachser, im Übrigen mit neuen Reifen. Ja, VW-Felgen. Die Balkenmäher stehen hier und ein Samro-Ruder und ein Schmutzer Kartoffelschleuder. Die Dreschmaschine Mengele Uranus 3. Mei. Krüger Miststreuer steht hier, bei dem ich im Winter mal die Streuwalzen noch machen muss. Ja, der kam ja auch schon in die Videos vor. Ist ja nicht so, wie man vielleicht sieht, der ist eingeölt mit Hydraulik und Hydrauliköl und Motorenöl, super Mischung. Da steht mein Köhler Ladewagen, der war jetzt ein paar Mal im Einsatz in den letzten Video mit. Also, puh, was war denn das? In die 80er Flock oder sowas in den Dreh. Und ein Jensen Häcksler. Der Fellerschwade steht hier vorne. Meine Wege AP12. Da drüben eine Stollkartoffelsteckmaschine. Ist auch so ein Multigerät, hat verschiedene Möglichkeiten. Ja, hier die Dreschmaschine nochmal. So schaut das aus. Das ist ein Schlepprechen hier. War eigentlich auch mal ein Handschlepprechen. Ist aber umgebaut mit Zugöse für den Schlepper. Kommt auch immer wieder mal in den Einsatz. Wenn man die Wiesen dann zusammengefahren hat, kommen wir am Schluss nochmal drüber. Dann kratzt man den letzten Rest zusammen. Ja, das ist in schlechte Jahre wie jetzt im diesen Jahres nicht schlecht. Da kannst du wirklich den letzten Rest runterholen. Wenn eh nicht viel Gras steht, so hast du dann wenigstens alles von der Wiese geholt und verlierst dann noch einen Haufen. Optimal. Wir drehen jetzt mal eine Runde um die Scheune hier rum und dann von der anderen Seite nochmal rein beim Tor. Da sieht man dann auch nochmal ein bisschen was und da sehen wir uns gleich wieder. Sind wir noch kurz einen Abstecher in die Holzschlicht machen. Die hat man ja neben dem Hundszwinger gleich gesehen. Das ist so eine Palettenholz, was wir da haben, schön klein gesägt, aufgestapelt. Und da drüben ist noch ein bisschen normales Holz aus dem Wald. Kann man schön mischen. Die Klötze da brennen meistens länger wie das. Ist ja klar, richtiges Hartholz und das komische Weichholz da vor die Paletten ist natürlich ein Unterschied. Dann noch eine Säge. Eine WIP-Tischkreissäge. Die kann man einfach hochklappen, da hat man eine WIP-Kreissäge unten drin. Optimal das Ding. Da ist so dasselbe gebaute Kasten, da sammeln wir Sägespäne drin. Die kommt bei den Hühnern unten immer ein bisschen in den Stall mit rein, saugt da ein wenig mit auf. Ja, so schaut es hier drin aus. Auch wie gesagt nichts Besonderes. Gibt es auch nicht viel zu sagen. Das ist jetzt die Scheune von der anderen Seite. Das Gebäude. Das ist ja wie gesagt wieder der Anbau da, die Holzschlicht. Holzregale dann. Wir haben in Kulmbach an. Eine Regalbaufirma und die sind ausgemustert worden, die Dinge. Haben hier ein wenig umgebaut, ein wenig verlängert, wie man sieht, unten her. Und haben die als Holzregale umfunktioniert, einfach ein Blechdach drauf. Ja, da steht da eins. Da stehen welche. Vor der Halle haben wir noch Holz gelagert. Da gehört auch mal neue Plane drauf. Da ist noch Holz gelagert. Das ist ja die alte Bulldog-Garage, da ist aber aktuell nichts drin. Außer der Balken für den KA15. Sonst ist die leer, die soll ja weggerissen werden, da soll eine neue hin. Die ist einfach so kaputt, da brauchst du mal was Neues. Ja, ich wollte eigentlich die Scheune innen zeigen. Ich komme schon wieder vom 100. ins 1000. Ne? Schlimme Sache immer mit mir. So, machen wir mal hier auf. Jetzt fängt das Regnen an. Schön, die ganze Zeit war so schön kalt. Ja, hier drin einmal mein Glas WM24. Wie man sieht, auch schön eingeölt, eingewindert. Aber Gartenstühle haben wir hier drinnen stehen und Bänke. Und ja, Kartoffelhäufelpflug. Das Umbauding liegt hier. Und da drüben auch noch ein wenig. Eine alte Unkrautspritze, händisch zu betreiben. Ein alter Leiterwagen, ein paar Big Bags. Ja, hier gibt es sonst nicht viel zu sehen. Was ist hier vielleicht zu sehen? Könnte. Da steht nochmal ein Schlepprechen. Den habe ich noch geschenkt gekriegt. Da mache ich mal aus zwei einen, weil bei meinem sind die Räder kaputt. Und bei dem hier ist die ganze Zugdeichsel kaputt. Der ist nicht mehr so toll. Da wollte ich mal aus zwei einen machen. Ja, hier drin dann
Teile vom Miststreuer noch. Und ja, und der Kartoffelhäufelpflug, der kann umgebaut werden. Mit dem könntest du auch stecken. Der hat so Schaufelräder hier. Die hätten wir auch hier drin liegen. Könnte man auch, wenn man möchte. So, hier geht's weiter. Betonmischmaschine. Das ist der Motor hinten, Elektromotor für einen Kran, für die Kranwinde, für den Heuaufzug. Der Elektromotor, der hier steht, der große Klöpper, das Ding, der ist zum Betreiben von der Dreschmaschine. Ja, wer fragt, die funktioniert noch. Die geht auf alle Fälle, kein Problem. Dieses Gitter da, das gehört ans Mähwerk vom KL300. Das ist zum Zusammenziehen von Gras gedacht. Da kannst du quasi damit arbeiten mit dem Ding. Kannst mähen, das wird auf dem Gitter gesammelt und dann kannst du es einfach fallen lassen. Ist ein wenig zum Schwarz zusammenziehen. Eine ganz klasse Sache. Hat mein Großvater mal unten Kramen angebaut. Funktioniert hervorragend. Wird aber die ganze Zeit nicht mehr eingesetzt. Weil mit dem Ding, wenn du mähst, brauchst du das da definitiv nicht mehr. Und das brauchst du da nur bei kurzen Schnitt. Oder bei die Kartoffelkraut. Beim Kartoffelkraut schneiden. Da kannst du es verwenden. Aber sonst nicht. Ja, das Ding da, das war mal meine Rolle. Den hat leider mal mein Bruder umlackiert. Und nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Schaut nicht so toll aus, der war schon mal schöner. Naja. Das da, da ist noch eine große Schrotmühle. Weil ich ja gesagt habe, oben meine geht nicht. Hier hätte ich auch noch eine. Das ist eine richtig große, die stand schon immer hier. Wird auch über Riemen angetrieben. Kannst du auch mit dem Motor da, der wird einfach mit dem Wägelchen umgestellt. Und hier drauf angeschlossen. Ich weiß gar nicht, wo der Riemenantrieb ist. Ich glaube auf der Rückseite, sieht man jetzt gar nicht. Und dann kannst du mit der da auch schroten. Das ist eine richtig große eigentlich in dem Sinne. Oben rein und unten hast du dann sogar noch einen großen Sammelbehälter. Da kannst du für ein paar Tage im Voraus. Ist eine richtig klasse Sache. Funktioniert ganz gut. Habe ich jetzt einmal für die Schweine gemacht, aber schöner wäre es, wenn die oben gemacht wäre, weil das Getreide liegt oben im Speicher bei den Pferden. Und wenn du da jedes Mal einen Sack füllen musst, du musst ihn hier runtertragen und hier unten schroten, das ist blöd. Also momentan liegt es, wie gesagt, da oben in dem Gebäude, wo das obere Fenster zu sehen ist, das ist der Getreidebunker. Und ja, wenn du es dann immer da runtertragen darfst und da rein, ist natürlich Blödsinn, macht wenig Sinn. Soll so ja auch nicht. Oben haben wir ja eigentlich eine. So, jetzt sind wir quasi im großen Scheunentor drin. Das ist eigentlich einmal eine Durchfahrscheune gewesen. Auf der anderen Seite war auch ein Tor, bis der Großvater damals dort Weinranken angepflanzt hat. Deswegen ist die nicht mehr zum Durchfahren. Und ich denke mal, wenn es die Weinranken jetzt wegreißen geht, dann geht wahrscheinlich das Tor aus den Angeln fallen. Es ist so lange nicht mehr benutzt worden. Brauchen tun wir es eigentlich auch nicht. Es ist früher genutzt worden, wie die Dreschmaschine da reingekommen ist. Und da hast du die Miststreuer von der anderen Seite anhängen können. Mittlerweile aber gar nicht mehr. Wir fahren nur noch durch dieses Tor hier. Ups. Wird da einfach eingehängt. Und dann kannst du hier rausklappen, das Ganze. Ja. Hier unten drin in der Scheune haben wir hier das smarte Ersatzteillager. Das geht mich eigentlich nichts an. Gut, da steht noch mal Fahrrad mit drin. Irgendwo da hinten im Eck. Glaube ich. Da war es mal. Das sind wie gesagt alles Ersatzteile für die Smart. Was sich so angesammelt hat. Ist immer nicht verkehrt, wenn du sowas hast. Ja, hier vorne dran steht dann eine Krone-Kippe. Das sind nur Einachskippe. Auf 5,4 Tonnen. Hier nochmal die Welger AB12. War ja dieses Jahr auch gut im Einsatz. Ja, ein paar Möbel, die wissen wir noch nicht so recht, was wir damit machen. Die sind hier unten gelagert. Heu alleine macht ja nichts. Da ist das Heulager. Und da ist nochmal die Stollsteckmaschine. Die steht hier. Da hinten noch ein paar alte Wagenräder. Und so alte Pflüge. So wie es halt früher war. Da ist so früher ist damit gearbeitet worden. Mittlerweile gar nicht mehr. In dem Loch da, falls man es erkennt, da oben der Heugreifer,
Den habe ich auch schon mal in einem Video erklärt gehabt, wie der funktioniert. Funktioniert er über das Seilsystem, das hier runterkommt. Die zwei Seile gehen hinten auf die Seilwinde und hier runter. Und die kannst du da unten ansteuern. Siehe hier. Je nachdem, welches gezogen wird, hebt es ne oder senkt er. Hat eine Bremsfunktion. Der hängt jetzt auch seit die 60er Jahre da oben und tut noch immer seinen Dienst. Gut, einmal hat der Vater erzählt, da hat es hinten die Seilwinde rausgerissen und da kam das ganze Ding runter. Dann lag der Heugreifer am Schluss da draußen vor der Scheune, aber ich meine, sowas passiert. Da war einfach das Holz unten drunter im Arsch, wo die draufgeschraubt ist. Kann ja mal vorkommen, ne? Gut, das war hier die Scheune. Ja, hier haben wir dann die neu gebaute Maschinenhalle. Also neu gebaut ist die mittlerweile auch nicht. Ich weiß gar nicht, 80er Jahre oder was die gebaut worden ist oder vorher noch. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre oder so in den Dreh. Ja, und das ist die alte Halle, die gab es früher schon. Die stand schon ein wenig länger. Ja, in der Halle, ja, viel zu sehen gibt es nicht. Wie gesagt, das ist ja in die täglichen Videos fast öfters zu sehen. Drüben steht der IHC. Gehen wir einfach mal rum. Ja, die neuen Reifen für mein KA15, wenn er denn mal fertig ist. Ja, der IHC, die Heckmulde und ein Radlader, der Allgäuer, der Kultivator an der Decken. Und bevor es jetzt wieder heißt, Kultivator an der Decken, was sagt denn da die BG dazu? Keine Angst, der BGler war letztes Jahr da, hat sich's genau angeguckt, sagte, passt, alles gut, wenn ihr das macht, dann ist es gut, passt. Ja, die Treppe hier, die geht rauf ins Lager. Sind auch noch so ein wenig Schrauben und Muddeln und alles, was man halt so ein wenig an Kleinteile braucht, liegt da oben. Scheinwerfer als Ersatz, Spiegel als Ersatz und. Halt immer mal, was man braucht. Dann hier das orange Ungetüm. Ist ein alter Böschungsmäher gewesen. Von der Autobahnmeisterei. Den hat mein Vater umgebaut. Dass er hinten an eine IHC rangeht. Der war ja früher mal an einen Unimog vorne dran. Wird aber bei uns eigentlich auch fast nicht mehr genutzt. Das Ding ist einfach zu schwer und mit dem haben wir uns hinten die Hubwelle vom IHC verzogen. Das Problem ist, an sich das Ding ist nicht schwer, aber wenn du den Ausleger da voll ausfährst, der Klotz da unten dran, der hat halt seine 5 Zentner. Und das ist ordentlich Gewicht, wenn das einmal 5-6 Meter neben draußen ist. Und ja, die Hubwelle mochte das nicht. Der ganze Ausleger ist ja auch nicht leicht und der Klotz dann da unten dran ist natürlich nicht optimal gewesen. Ja, blöd gelaufen. Dann haben wir hier drin stehen, zum Licht einstellen an die Fahrzeuge, Autoschlepper und. Das sind Geräte von meinem Vater. Meine Ackerfräse. Und eine kleine Fräse, Gartenfräse. Eine große Eisensäge. Bei uns bloß die Feuersäge. Und eine Sämaschine, momentan auch eingebaut. Die ganzen alten Teile vom K15 noch. Die Motorhaube soll jetzt, glaube ich, am Mittwoch abgeholt werden. Ja, Lenkgetriebe. Habe ich auch noch rumstehen, Kotflügel. Das Ding da ist so eine Hubmast, den haben wir auch mal geschenkt gekriegt. Der ist für einen Radlader vorne dran gedacht, mit Euroaufnahme. Könnte man auch an den Schlepper anhängen, ginge auch noch. Ist aber eigentlich hauptsächlich am Radlader zu verwenden. Ist ganz praktisch, das haben wir letztens erst eine neue Satzschüssel aufgemacht. Hängst den Hubmast noch, fährst den Arm vom Radlader auf, fährst den Hubmast noch ein Stück hoch, kommst auf eine schöne Höhe. Optimal zum Arbeiten, hast einen sicheren Stand. Natürlich auch, wenn du drinnen arbeitest, an Haltegurt, den haben wir hier drin, in der Tasche. Falls jemand da mal drüber rausfallen sollte, ist er auch gesichert, mehr oder minder, dass er nicht ganz nach unten knallt. Alles wie es halt gehört. Ne? Hier drüben dann noch eine Krone Mustang. Der steht hier drin. Den hatte ich dieses Jahr auch im Einsatz. Nächstes Jahr wieder. Und eine alte Heizung hier unten. Die funktioniert mit Heizöl oder Diesel. Läuft aber fast gar nicht mehr, weil es einfach zu kostspielig ist, wenn du hier die Halle heizen tust. Hier ist nichts isoliert. Das Dach oben ja, aber die Tore, das sind dünne Blechtore. Du heizt hier rein und so wie es da heizt, ist die Wärme im Endeffekt durch die Tore wieder raus. Ist nicht optimal.
Also hier drin wird eigentlich nur noch sehr selten geheizt. Um nicht zu sagen, fast gar nicht. So ist es halt. Dann können wir ja mal von der neuen Halle rüber in die alte Halle gehen. Hier steht ja aktuell mein Projekt KA15. Mal gucken, vielleicht mache ich heute noch irgendwie weiter. Das seht ihr dann spätestens am Freitag im normalen 101er-Vlog. Also der 100er ist ja jetzt ein bisschen was Spezielleres, Hofrundgang. Aber im 101er-Rang geht es hier ganz normal weiter, denke ich mal. Ja, der steht hier. Das da hinten, der komische Kasten, das wollte mal meine Bruderbauer, dasselbe gebaute Sandstrahlbox. Hat aber nie so funktioniert. Ist dann abgebrochen worden. Ja, haben wir schon gesagt, müssen wir dann auch irgendwann mal rausschmeißen, das Ding. Steht im Endeffekt bloß im Weg, ist Mist. Schleifmaschinen, Tischbohrmaschinen oder Ständerbohrmaschinen. Mit dem Ding da kannst du die Einspritzdüsen prüfen, ob der richtige Druck ankommt und ob sie richtig sprühen. Ja, ein bisschen Chaos auf der Werkbank, das war ich. Wie gesagt, ich bin ja am Verkabeln. Da steht unser Rasenschlepper, Bulldog, Rasenbulldog. Das ist ein kleiner Husqvarna, den haben wir auch mal günstig gekriegt, mit Motorschaden drauf. Und ja, den haben wir wieder gemacht, rennt, erfüllt seinen Zweck, funktioniert. Was soll man da mehr dazu sagen, ne? Der Altölofen, der war jetzt auch im Einsatz, optimal, wenn du hier unten arbeitest in der Kälte, gibt echt nichts Besseres, das Ding einschüren und dann wird es hier innen richtig schön warm. Und hier hast du die Tore, die sind alle isoliert. Hier drin hält sich die Wärme auch eine ganze Zeit, wenn du mal eingeheizt hast. Optimal. Gibt nichts Besseres. Ich nutze ihn jetzt im Winter auch, um hier drauf mal Schweinefutter zu kochen. Hast eine schöne Platte hier oben. Stellst den Topf drauf, kannst ihn hier kochen lassen. Wenn du die Halle eh einschürst, weil du hier unten was arbeiten willst, optimal, verschwendest keinen Strom. Und Altöl hatten wir immer genug. Das Ding ist, wie gesagt, dafür freigegeben. Gar kein Thema. Und eine große Rüttelplatte, die steht hier unten mit, auf der Palette. 580 Kilo oder was das Ding hat. Reifenmontiermaschine, Reifenwuchtmaschine. Die große Drehbank. Anno dazu mal, funktioniert aber. Ein 250 Liter Tank vom Kompressor. Ja, hier unter der Plane, mein Fahrer ist ein Auto. Und da Schraubenkompressor. Und das ist, wie gesagt, das Blockheizkraftwerk, was wir mal oben hatten. Das aber mittlerweile gar nicht mehr im Betrieb ist. Also es war mal eine Zeit lang, war es droben gestanden. Mittlerweile gar nicht mehr. Das Auto da gehört meiner Mutter. Habe ich auch schon mal gezeigt. Der steht momentan da unten, weil sie dran was gemacht haben. Und ja, gutes. Dann können wir ja mal hinten reingehen noch. In unser altes Öllager, Tanklager. Hier ist aber eigentlich so gut wie nichts mehr. Die ganzen großen Tanks, die man hier sieht, das war früher mal alles Diesel. Betriebstankstelle, alles leer, da ist nichts mehr drin. Haben wir nicht mehr, ist einfach zu kostspielig und ja, ist nicht mehr gemacht worden dann. In die Ölfässer ist eigentlich auch nichts mehr drin. Das da, das ist Frostschutz für den Schlepper oder für den Motor, für den Kühler. Da haben wir noch ein paar kleine Kanister. Und Bremsenreiniger, das Fass hier unten, aber sonst ist hier drin, wie gesagt, nichts. Ja, hier draußen dann hier sieht man die Holzregale nochmal. Hinter dem Ziegenstall direkt. Optimale Methode, um Holz zu lagern. Steht trocken, steht luftig. Ist vom Boden weg. Was will man mehr? Funktioniert wunderbar. Dann hier hinten an der Halle direkt angeschlossen. Ohne Carport für den Anhänger. Der steht momentan mit Plane da. Kannst die Plane runternehmen, dann kannst du zum Beispiel Bagger oder Dumper transportieren. Funktioniert auch ganz gut. Einfach mit Spanngurte hochhängen und gut ist die Sache. Hier hinten drin, in der Blechgarage, steht der Kettendumper. Den kennt ihr ja auch schon. Oder einige werden ihn kennen. Und meine Zweiachse, der Steib. Momentan noch mit Teile vom KA15. Moment. Ja, Motorhaube liegt da noch drauf und die Kotflügel, Überrollbügel und ein paar Kleinteile von der Hydraulik. Ja, kommt alles noch zu seiner Zeit, wird dann auch noch verbaut.
dass hier unten am Mann noch Ordnung entsteht, dass ich den Hänger wieder nutzen kann. Im Moment ist er, wie gesagt, Lagerplatz. Optimal ist das nicht. Aber irgendwo mussten wir die Teile ja zwischenlagern. Und da innen bietet sich's halt an. Zack. Dann hier hinten um die Blechgarage rum. Ein kleines Blechhäusler. Das ist der Stall von den Enten und Gänse. Oder von der Ente und den Gänsen. So rum. Die sind gerade auf dem Weiher, der ist noch zugefroren. Ja, die haben hier ihren Stall. Die Halle mal von der Rückseite. Auch hier stehen noch einmal Holzregale. Wie gesagt, also die haben wir günstig gekriegt. Optimal. Bisschen verlängert teilweise und rein. Ein paar Blechplatten drüber. Optimal. Besser kannst du Holz definitiv nicht lagern. Schön luftig. Kommst schön an. Ja, da steht dann unser Bauwagen. Ist auch ausgebaut innen her. Haben wir auch immer mal im Sommer, dass man hier unten sitzt und frühstücken wird. Auch im Winter. Wir haben einen kleinen Kanonenofen drin. Schürst der ein. Ist da innen auch richtig schön warm. Aber nicht mehr die typische Baubude wie früher. Ist wie gesagt auch schon ein bisschen komfortabler ausgestattet. Klasse Sache. So, hier oben kommen wir dann zum neu gebauten Carport. Das kam erst vor ein paar Jahren hierher. Am Anfang war Schotter drin, dann kam Pflaster neu, beziehungsweise die Platten hier rein. Waschbetonplatten einfach rumgedreht. Optimal. Hier parkt mein Auto, weil es einfach zu groß ist sonst für jeden normalen Parkplatz. Hier steht er gut. Der KL300 steht hier hinten drin. Wie gesagt, der gehört dann nochmal in die neue gebaute Garage. Hier gehört er eigentlich nicht rein. Weil immer wenn du den Bulldog brauchst, muss auch das Auto raus, das nervt. Da haben wir ohne Kehrmaschine. Ja, leider immer noch nicht in Aktion gesehen. Oder zumindest nicht richtig in Aktion. Blöd gelaufen. Da haben wir dann die zweite Rüttelplatte, das ist die kleine mit 180 Kilo. Zwei Dieselstampfer und ein Minibagger. Der steht hier. Ja. Und mehr gibt es hier drinnen gar nicht zu sehen. Ist wie gesagt nachträglich angebaut worden. Am Anfang stand immer vom Nachbarn hier der Wohnanhänger drin. Dann habe ich das neue Auto hier gehabt und habe selber einen Parkplatz gebraucht. Und seitdem steht hier mein Auto und die Kehrmaschine ist optimal hier drinnen aufgeräumt. Also besser geht's gar nicht. Ist eine schöne Sache. Hier oben dann ganz normal mein Pferdestall, Ziegenstall, Eselstall. Das ist die Kombination aus dreiem. Da steht die Emma. Da steht die Lore. Ja. Hier dann mein Stall hier oben. Da hinten die Schrotmühle. Die muss ich bloß gangbar machen. Da fehlt ein Kabel unten an dem Motor ran. Das ist eins mit so einem flachen Stecker. Sieht man es? Sieht man nicht. Da muss ein neuer Stecker ran. Das muss aber mein Bruder anklemmen. Und gangbar muss ich sie machen. Die ist ein wenig festgerostet. Ist aber nicht schlimm. Das ist schnell gemacht. Bloß dazu muss er erst einmal wieder laufen können. Da brauche ich erst einmal einen Motor, der wieder geht. Sonst passiert da gar nichts. Aber da warten wir, wie gesagt, drauf, dass der Klarbruder mal das Kabel noch anschließt. Die hat solche Stecker da. So war das halt früher. Aber es funktioniert. Ja. Hier die Strohballen liegen normal nicht hier vorne. Hier habe ich eigentlich bloß mein Lager fürs Kraftfutter für die Pferde in der Mülltonne. Und in die Fässer da, das ist noch Futter für meine Hühner. Sonst ist hier vorne eigentlich nichts. Da ist normalerweise das Heu-Strohlager, aber wie man sieht, das ist alles Heu und gut voll. Warum? Ich habe vorhin hier einen 450 Kilo schweren Rundballen rein und nachdem der hier nicht durch die Tür durchpasst, das seht ihr dann definitiv auch im Freitagsvlog, nachdem der hier nicht durch die Tür durchpasst, muss man das halt ein bisschen anders lösen. Ja, und hier drin dann haben sie schon wieder Sauerei gemacht. Der Pferdestall. Wie gesagt, ehemals Hühnerstall. Da waren hier früher mal Hühnerboxen, wo sie legen konnten und Hühnerstangen. Ist aber mittlerweile kein Hühnerstall mehr. Pferdestall, Eselstall. Ja, was willst du sagen? Hast du was zu sagen? Nö. Spazieren gehen tust du jetzt nicht mehr. Die Emma redet da. Ja, vorhin frisch ausgemistet. Sieht man schon wieder nicht mehr viel davon. Ganz normal. Ich denke mir schon gar nichts mehr dabei. Ja. Die Dicke hier ist die Hanna. 2,5 Jahre alt. Der alte Herr da hinten, der Gandhi, der ist jetzt 17.
Das ist so eine Joggel. Na, drinnen bleiben. Und draußen der Esel, das ist die Emma. Die ist mittlerweile 20 Uhr. So, jetzt befinden wir uns unten an der Mähdrescherhalle. Ja, ich habe eine Mütze aufgezogen und Handschuhe angezogen. Ist doch irgendwie beißend kalt. Ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und trotzdem irgendwie saukalt. Nicht schön. Deswegen habe ich mir jetzt wieder ein bisschen dicker eingepackt. Ja, das ist die Mähdrescherhalle. Da innen steht eine Fahrmähdrescher. Das ist so eine Fahr im 57, 77. Der ein oder andere kennt ihn schon, den habe ich ja schon mal vorgestellt, wie gesagt. Wir hatten eine Heuer bloß nicht in Betrieb. Wir hatten Stilllegung, die ja dummerweise abgebrannt ist. Und deswegen war der Heuer nicht in Aktion. Aber im neuen Jahr, weil hier auf der Fläche, wir haben ja aktuell nur die eine Fläche zu bewirtschaften. 2,71 Hektar sieht man ja hier. Da steht Was. Für alle, die es nicht verstehen. Was, das kommt aus dem Fränkischen oder aus dem Kulmbacherischen. Weizen. Ja. Wie gesagt, das ist der Mähdrescher. 3 Meter Schneidisch dran. Das ist ein Mähdrescher, der ja eigentlich als Maisdrescher lief. Der hat ja Maisgebiss. Und wir haben ihn erstanden, oder der Vater hat ihn erstanden. Da haben sie dann einen 3 Meter Schneidisch dran gemacht. Und ja, läuft. Ein Häcksler hat das Ding. Hochgeklappt jetzt im Moment. Normal hängt er meistens drunten. Kommt immer drauf an, bei wem du zuletzt gedroschen hast. So schaut das Ding auf alle Fälle aus. Eingewintert, Reifen gut aufgeblasen, Winterdiesel drin. Ne, ist gar kein Winterdiesel drin, Sommerdiesel drin, glaube ich. Ist gar nicht umgestellt. Aber Batterie ist raus und Schneidisch ist aufgebockt. So. Hier steht dann mein Kreiselheuer. Ja, an den muss ich mich jetzt demnächst auch immer noch machen. Wenn der K15 mal fertig ist, oder K15 fertig ist, dann muss der kommen. Weil bei dem Brand hat es leider das Rad hier ein bisschen erwischt. Die anderen schauen gar nicht so schlimm aus. Aber ich habe für das Ding 4 neue Räder liegen. Und ein paar Ersatzzinken, weil hier ist einer weggebrochen. Und an einem Arm hat auch noch einer gefehlt. Da mache ich dann gleich ein paar neue Zinken ran. Ist ja auch nicht verkehrt. Und dann ist das wieder gut. Dann hier steht noch eine Raugruppe. Ganz normale, Herzschargruppe. Wie diese Wendeschare. Sieht man schön hier, wenn sie abgenutzt sind. Dann drehst du sie rum. Das obere ist quasi noch nicht abgenutzt. Du schraubst die Schrauben raus. Drehst das ganze Schar einmal um sich selbst. Also die Spitze dann nach unten und die nach oben. Und dann kannst du nochmal damit arbeiten. Ja, wie gesagt, sind die ganz normalen Wendeschare. Herzschar, wegen der Form. Und mit ganz normaler Stabwalze hinten dran. Ist nichts Besonderes. Heuer war er mal ordentlich in Aktion. Weil bei dem Brand mussten wir natürlich schnell löschen. Die Feuerwehr hat dringend Hilfe gebraucht. Also die waren zwar mit 7 Löschzügen da. Aber die 7 Löschzüge waren halt doch zu wenig. Und da kamen unter anderem wir dann mit einem Gruppe zum Einsatz. Aber das Video, da könnt ihr ja mal in die Historie reingucken, da seht ihr das. Also das Gruppen seht ihr nicht. Da habe ich bloß einmal kurz so auf dem Feld berichtet. Auf alle Fälle, da war er richtig im Gang. Den haben wir voll reingedrückt in den Boden. War ja knochentrocken alles. War ja richtig heiß der Sommer. Und puh, den hat mein Vater recht steil angestellt, den Gruppe. Und dann reingedrückt, dass mir rumgekrochen hat. Der Feuerwehr hat es ordentlich geholfen. Hat gut getan. Und da waren ja noch 3 andere Bauern da, die haben auch mitgeholfen. Und sind auch eine Dreiviertelstunde das Feld hier rumgrubbern. Das ist ja ein neuer Rekord. knapp 3 Hektar, hat mein Vater gesagt. In einer Dreiviertelstunde, das ist schon ordentlich. Also sportlich. So schnell ist es noch nie gegangen. Klar, mit dem dementsprechenden Schlepper und dem dementsprechenden Grubber hinten dran mag das gehen, aber mit der alten Technik definitiv nicht. Aber wie gesagt, das hat ja funktioniert. Alles gut gegangen. Ist nichts weiter passiert. An die Bäumchen hier sieht man es noch, dass es gebrannt hatte. Da hängen noch die schwarzen verkohlten Blätter. Falls man es auf der Kamera überhaupt richtig erkennt. Und ein paar von den Brettern sind untenrum auch ein wenig angesenkt.
Aber sonst ist alles gut gegangen. Da liegt noch ein wenig Asche. Also es hat wirklich bis hier rauf gebrannt. Das war knapp. Das war knapp. Und ich glaube, unter dem Titel findet ihr das auch in meiner Videohistorie. Das ist das letzte Ding, was ich zeigen kann. Gehört auch zu unserem Hof dazu. Die Jagdhalle hier unten. Also unten steht der Mähdrescher drin. Und hier oben drin, das ist die Halle von der Jagdgenossenschaft. Ist alles ein Gebäude. Gehört eigentlich uns, bloß der obere Teil ist an die Jagdgenossenschaft Burgheik verpachtet. Und hier stehen quasi die Gemeinschaftsfahrzeuge drin. Wie lange noch? Weil die Gemeinschaft, die möchten sie auflösen quasi. Und dann sollen die Maschinen weg. Wer weiß. Hier hätten wir einmal stehen. Den 20 Tonnen Posch Holzspalter. Eine große Wiesenschleppe mit 6 Metern. Die Cambridge-Walze. Sternwalzen, je nachdem wie man sagen möchte. Die Seilwinde, 6 Tonnen Seilwinde mit 80 Meter Seil. Den kleinen Holzspalter, ich glaube der hat 10 oder 15 Tonnen gehabt, müsste ich jetzt lügen. Dann hier eine kleine Dieselrüttelplatte mit, die müsste glaube ich 120 Kilo haben. Hier vorne steht das große Rabe Planierschild. War ja heuer auch schon einige Mal im Einsatz. Und da hinten die Rausch Primat 11. Die ich im Frühjahr zusammengerichtet habe. Ja, so viel auf alle Fälle zum Hofrundgang. Mehr gibt es nicht zu sagen. Hier nochmal die untere Ansicht von der Halle. Und ohne Weihe. Den haben wir da. Hier vorne steht auch noch so ein aktuelles Projekt. Soll ein Tieflader werden. Ja, oder besser gesagt Hochlader in dem Fall. Tieflader wird da kaum draus. Mit zwei Achsen, Tandem, Transportanhänger. Mal gucken. Ja, hier nochmal die alte Scheune, von unten gesehen. Steinhaufen, Pflastersteine, Geschenkrecht, die müssen aber noch aufgeschlicht werden auf Paletten. Und ja, da hinten steht das zweite Projekt, der eine Miststreuer. Aber das war so im Großen und Ganzen der Hofrundgang. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns ganz normal am Freitag wieder. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat Spaß gemacht. 100 Abonnenten war Hofrundgang und bei 100 Vlogs noch einmal. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.